Innovation ist das stärkste Argument, das wir als deutsche Wirtschaft im globalen Wettbewerb haben. An einem Hotspot der Innovation bin ich heute in Ehningen bei Stuttgart im IBM-Headquarter in Deutschland, wo mir Gregor Pillen den ersten Quantencomputer Europas zeigen wird. Quantentechnologie, Quantencomputing ist ein ganz wichtiger Trend für die Zukunft und ich werde heute viel darüber lernen. Herr Pillen, die Diskussion um Quantencomputing wird ja oft verbunden mit dem Begriff eines Wettbewerbs. Ist es ein Wettbewerb? Und wenn ja, was misst man denn da? A-Note, B-Note, Geschwindigkeit? Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage, um die Komplexität des Wettbewerbs, in dem wir uns befinden, darzulegen. Weil die Frage, was misst man, da haben Sie absolut recht. Es geht nicht darum, umgangssprachlich gesprochen, wer hat den größten, schnellsten Rechner, sondern es geht darum, wer hat das beste Ökosystem, wer hat die besten Entwickler, wer hat die am stärksten vernetzte Industrie, die den Vorteil, den Quantentechnologie bieten kann, umsetzt in wirklichen volkswirtschaftlichen und wirtschaftlichen Erfolg. Und da, glaube ich, liegt der eigentliche Wettbewerb. Der Wettbewerb liegt eher in der Anwendung der Technologie, denn ich mache mir weniger Sorgen darum, wie sich die Technologie entwickelt. Ich mache mir Sorgen darum, ob wir sie schnell genug begreifen. Jetzt sitzen wir ja tatsächlich vor dem ersten Quantencomputer in Europa. Wie wichtig ist der denn für die weltweite IBM, dass der hier in Ehningen steht? Für uns als IBM aus weltweiter Sicht und auch aus deutscher Sicht hat es eine hohe Bedeutung, weil wir ein ganz klares Konzept fahren, dass wir die Quantentechnologie über unser Ökosystem in den Markt bringen wollen. Wir suchen nach Partnern, wir suchen nach Kollaboration und die Möglichkeit hier mit Fraunhofer quasi ein Modell zu bauen, wie man die Technologie einer breiteren Wirtschaft, einer breiteren Wissenschaft zur Verfügung stellt, im Zusammenhang mit den Netzwerken, die hier vorhanden sind. Das ist das, was für uns so besonders ist. Natürlich können Sie an unsere Quantenrechner auch über ganz normal die Cloud zugreifen. Und da gibt es auch viele Unternehmen, die eine direkte Partnerschaft machen. Aber was hier geradezu ein Musterbeispiel ist und wo viele Länder das jetzt adaptieren, das ist Japan, das ist Kanada, das ist Korea, aber auch in den USA selbst wird über diese Fraunhofer-Partnerschaft gesprochen, das ist die Möglichkeit, in welcher Geschwindigkeit das jetzt sich verbreitet. Und da haben wir bereits einen sichtbaren Fortschritt erreicht, hier in Deutschland und im Süden von Deutschland insbesondere, wenn man die Vielzahl von Entwicklern, die Vielzahl von Industriepartnern sieht, die mit Fraunhofer an uns hier arbeiten. Das heißt, ich kann aber mit meinem Unternehmen, wenn ich denn verstanden habe oder vermute, dass diese Technologie für mich wichtig ist, über das Fraunhofer-Netzwerk mit Ihnen hier zusammenarbeiten. Ja, es gibt gerade kleinere Unternehmen oder Unternehmen, die in der Lieferkette, wir reden ja vom berühmten deutschen Mittelstand, erkennen, dass auch sie in ihrer Art, wie sie im Weltmarkt sich differenzieren, mit Quantentechnologie vielleicht noch einen Schritt weiter gehen können. Die haben gar nicht die Zeit und die Kraft, sich dann mit einer großen IBM auseinanderzusetzen und einen gigantischen Vertrag zu machen, sondern die begrüßen das natürlich über Fraunhofer hier in ein Konstrukt reinzukommen, wo man sich dann schneller auch mal damit befassen kann, ohne gleich in die extraordinary Investments einzusteigen. Jetzt haben Sie das Zusammenarbeitsmodell als Beispiel für andere Länder, für andere Regionen schon genannt. Das heißt, jemand, der wie Sie den Überblick hat, was sich in der Welt so tut, wie glauben Sie denn, dass wir in Deutschland, Ihr Ökosystem, das hier mit Ihnen zusammenarbeitet, positioniert ist im globalen Vergleich? Ja, auf der einen Seite glaube ich, als wir begonnen haben mit der Initiative, wurde ja sehr viel spekuliert darüber, dass Deutschland einen eigenen Quantenrechner braucht und dass man hinten dran ist und dass man das aufholen muss.
Mittlerweile hat sich das Sentiment gedreht, dass gerade im Ökosystem verstanden wurde, das, was Deutschland im Moment schneller vorangebracht hat, ist die enorme Geschwindigkeit, wie das Ökosystem skaliert. Das heißt, die Anzahl der Universitäten, der Institute, die Anzahl der Startups, die sich jetzt auch schon hier im Umfeld Stuttgart und Ehingen bildet, das Interesse, was da ist, die Bereitschaft von jungen Menschen, hier mitzumachen, das ist schon etwas, was uns auszeichnet und wo ich wahrnehme, dass es stärker, viel stärker die Dynamik hier eingesetzt hat, als zum Beispiel selbst in den USA oder in anderen europäischen Ländern. Insofern haben wir gut aufgeholt. Der Auftrag unserer Altkanzlerin, Frau Dr. Merkel, als sie gesagt hatte, die Physiker übergeben jetzt an die Ingenieure, macht was draus, sie erinnern sich an das Zitat, das muss ich sagen, ist sehr, sehr stark auch eingetreten. Ja, da passiert gerade was. Sie haben heute Morgen Herrn Dr. Tutschko getroffen vom Fraunhofer-Institut, der Ihnen selber ja leibhaft erklären konnte, was da mittlerweile für eine Vielzahl von Firmen dran arbeitet. Und inwiefern sich diese offene Innovation, die wir hier fahren, wie sich die auszahlt für die Region, aber für auch ganz Deutschland. Jetzt liegt es mir ja fern, unsere Altkanzlerin zu kritisieren, aber allein dieses Bild, die Physiker sind fertig und übergeben jetzt an die Ingenieure, ist ja ein Bild der alten Welt, ne? Also meiner alten Deterministik, der sequentiellen Abarbeitung und fertig. Ich glaube, fertig ist ein Wort, das hier bei Ihnen selten fällt, oder? Nein, nein, das ist ein guter Punkt, auf die Analogie nochmal einzugehen. Es ist, glaube ich, wichtig, dass auch in der Quantentechnologie wir immer noch am Anfang stehen, auch unsere auf Supraleittechnik basierende Technologie und unsere Roadmap, wie wir sie nennen, zur Erstellung eines universellen Quantenrechners, wie System One im Hintergrund die einer ist, ist nur eine Alternative. Es gibt ja Spezialrechner und auch wir forschen bereits an anderen Möglichkeiten. Für uns das Entscheidende ist, dass wir unterscheiden, zum einen, welche Technologie wird sich durchsetzen. Wir glauben, dass wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall mit der Supraleittechnik ziemlich weit vorne liegen. Wir bereiten aber die eigentliche Plattform, über die dann der Zugriff auf die Systeme laufen, die ja natürlich in der Hybrid-Cloud-Umgebung integriert ist, bereiten wir das schon, ich sag mal, agnostisch vor. Natürlich ist die untere Ebene, die Kernel-Ebene, ist ziemlich nah dran an der Technik, aber das lässt sich dann austauschen. Und das ist das, was, glaube ich, das Faszinierende ist jetzt an der Partnerschaft mit Fraunhofer, dass wir auf allen Ebenen von der Physik, wo man noch nicht weiß, was setzt sich wirklich durch, oder man muss ja immer sehen, Quantentechnologie wird niemals klassisches Computing ersetzen. Mhm. Es wird es immer ergänzen. Und ich werde immer unterschiedliche Spezialrechner haben. Aber die eigentliche, wir nennen es Qiskit, ist unsere offene Plattform. Ich sage auch manchmal, das ist das Linux oder das OpenShift Quantentechnologie. Die erlaubt natürlich dann nach oben die Skalierung in die Anwendungsfälle hinein. Ich meine, das ist ja eine ganz wichtige Botschaft für Ihre Industriepartner hier, die damit keine Wette eingehen. Also manchmal wird ja das auch, glaube ich, wie ich jetzt weiß, falsch interpretiert. Mit wem soll ich mich jetzt verbünden? Ich gehe ja eine Wette ein. Ich weiß nicht, welche Basistechnologie die sein wird, die am Ende am besten skaliert, sich durchsetzt. Aber in dieser Architektur, die Sie gerade beschrieben haben, heißt das ja für den Anwender, dass ich mich darauf verlassen kann, dass ich agnostisch bin. Vielleicht gibt es eine Ente-Quantentechnologie, die wir heute noch gar nicht kennen, die Basis für einen breitflächigen kommerziellen Einsatz wird. Aber ich mache nichts falsch, wenn ich hier dabei bin. Ja, es geht ja auf der einen Seite um Geschwindigkeit und auf der anderen Seite um Investitionsschutz. Ja, wenn ich wirtschaftlich denke, dann ist gerade über unsere Philosophie, dass wir schon seit 2015 eine Community pflegen, wo die Leute Zugang haben auf diese Quantentechnik, auf die Quantenrechner und die Qiskit-Runtime-Plattform, die entstanden ist. Das ist genau das, wo ich glaube, das geht in die Richtung Investitionsschutz. Denn alles das, was Sie tun, um Ihre Entwicklung auszubilden, Ihre Use Case zu bauen, sich zu überlegen, wie Sie es mit Ihrer Fertigung oder mit Ihrer verbinden, das ist das Know-how, was Sie aufbauen, das ist Ihre IP.
Auf der anderen Seite zählt aber auch die Geschwindigkeit, die Frage, wer hat den ersten, der wirklich industriell mit einer gewissen Skalierbarkeit, mit einer Qualität und mit einer vernünftigen Geschwindigkeit zur Verfügung steht. Das ist dann die Frage, wo wir natürlich im Wettbewerb stehen und glauben, unser System wird jetzt erstmal mittelfristig, glaube ich, eine große Resonanz haben. Aber wir wollen uns eben über diese Struktur absichern, dass in so einer stark innovativen Technologie wie diese Technologie, dass man eben nicht auf eine Wette eingeht, sondern sich durch eine kluge Strategie das richtige Spannungsverhältnis zwischen Geschwindigkeit und Investitionsschutz erlaubt im Aufbau der Plattform. Sehr gut. Jetzt die Firmen, die heute mit Ihnen zusammenarbeiten, die ihre ersten Use Cases testen, was darf man sich denn darunter vorstellen? Was sind denn die ersten Use Cases, die heute das System One treffen und darauf schon hantiert werden können? Ganz bescheiden würde ich sagen, die ersten Use Cases sind Simulationen. Mhm. Ja, sind Simulationen vielfältigster Art, Simulationen, wo man in entsprechende besondere Problemlösungen, die man in der Materialforschung oder im Bereich der Simulation von Heuristiken, Algorithmen, Tourenoptimierung und alles, was mit exponentiellen Problemen zu tun hat. Da sehen wir, dass gerade das Fraunhofer-Ökosystem im Moment geradezu eine Explosion von Use Cases erzeugt hat. Und dass viele auch mittlerweile verstanden haben, im ersten Schritt geht es darum, erst mal diese Technologie zu begreifen, dieses Prinzip, was ein Qubit ist, was eine Verschränkung bedeutet, dass man mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet und nicht mit 0-1. Das ist ein kompletter Paradigmenwechsel. Da ist mittlerweile klar geworden, dass die erste Erwartungshaltung, oh, hier ist ein Rechner, da kann ich sofort was drauf rechnen, die eine gewisse Enttäuschung hier erzeugt hat, sage ich ganz offen, hat sich jetzt gewandelt in eine Faszination, oh, hier kann ich die entsprechenden Algorithmen vorbereiten und mein Team vorbereiten. Und es gibt sogar Fälle, wo gerade neulich war hier wieder Quantum Village Ehningen, eine große öffentliche Veranstaltung, wo zum Beispiel Trumpf total begeistert über eine Anwendung gesprochen hat, die auch noch in der Simulation ist, aber was da schon als Erkenntnis rauskam, hat schon einen positiven Einfluss auf die Produktion. Also die Vielfalt ist das, was begeistert. Das Zweite ist, dass mir auffällt, dass viele auch erkannt haben, dass man die Kombination Quantentechnologie und künstliche Intelligenz, Quantentechnologie und Machine Learning, dass das ein neues Fenster aufmacht. Und da auch Forschungspartner, Universitäten, aber auch Betriebe kommen und sagen, lass uns das schon mal einbauen, damit wir, wenn der Rechner da ist, das sofort nutzen können. Das ist ja jetzt nicht die Anwendung, über die man viel hört und viel liest. Die Simulation, ja. Also der Quantenrechner als ein gigantischer Monte-Carlo-Spezialist, so die Brücke aus der alten Welt, das liest man öfter, das hört man öfter. Aber dass das auch im Machine Learning große Vorteile haben wird, das war mir neu, als ich heute Morgen hierher kam. Ja, das ist auch, und das ist das, was ich meine, was das Faszinierende in meiner eigenen Wahrnehmung ist, dass das sind zum Beispiel Ideen, die sind übers Ökosystem reingetragen worden und haben uns gezeigt, dass quasi die Philosophie, die Quantentechnologie ermöglicht, dass man mit Wahrscheinlichkeiten die einzubauen in die Art, wie Algorithmen sich selbst entwickeln und wie man Machine Learning macht, dass das eigentlich eine Tür aufstößt in eine neue Welt. Wie gesagt, alles am Anfang, aber die Begeisterung, steigt Woche über Woche. Und ich glaube, das ist das, wo wir diese steile Lernkurve, die im Moment durchgehen, die haben wir ja bei neuen Technologien schon öfters gehabt, ob das die 3D-Technologie war oder künstliche Intelligenz allgemein. Aber hier die Verbindung, dass ich die steile Lernkurve habe und gleichzeitig aber auch das direkt mit Industrie-Use-Cases verbinde, das macht es natürlich stärker in der Glaubwürdigkeit, sodass die Begeisterung nicht nur eine naive Begeisterung ist des menschlichen Spieltriebs, sondern natürlich auch die Konzernchefs etwas beruhigt, dass sie sagen, oh, da passiert was, was wirklich für uns einen mittelfristigen wirtschaftlichen Nutzen bringt.
Jetzt kann ich zur Ehrenrettung sagen, so verstehe ich natürlich auch die Aussage der Kanzlerin, dass wir jetzt in dem Teil dieser exponentiellen Kurve sind, dass die Anwendungen Raum greifen. Aber dieses Lernen, dass es anders ist als die Deterministik, mit dem wir uns die letzten 50 Jahre in der Digitalisierung beschäftigt haben, das ist sicherlich auch ein Paradigmenwechsel für die Menschen, die damit umgehen müssen. Wenn Sie, was bei exponentiellen Kurven ja immer unheimlich gefährlich ist, aber wenn wir jetzt mal so eine Dekade nach vorne schauen, wie sehen Sie Quantentechnologie dann? Ist das eine exotische Nische, oder ist das ein Big Bang, der uns in unserem Leben an ganz vielen Stellen trifft? Also es wird auf keinen Fall eine exotische Nische sein. Es wird sicher exotische Nischen und es wird sicher Hochsicherheits- und hochgeschützte Nischen geben, wo Quantentechnologie in Richtung als Spezialanwendung gebaut wird, die Öffentlichkeit gar nicht so mitbekommt. Und das erkennt man auch daran, dass ganz große Konzerne oder ganz wissenschaftliche Bereiche da schon auch in die Tiefe gehen und auch unterschiedliche Modelle bauen. Ich glaube aber, die Breitenwirkung wird entstehen, weil im Moment unsere Welt sich in Richtung entwickelt in der IT, dass natürlich hybride Modelle auch in die Algorithmenwelt einsteigt. Das heißt, ich habe heute ja schon nicht die klassische x86-Technologie, die immer weiter skaliert. Da wissen wir alle, die ist von der Effizienz her, ist die so generisch, dass sie eigentlich nicht die Probleme der Welt lösen kann. Das heißt, ich ergänze sie, indem ich andere Rechenarchitekturen dazu packe und dann nehme ich jetzt mal die Quantentechnologie einfach mit dazu. Aus der Art, wie ich das Hybrid zusammenbaue und wie ich dann auch in meiner algorithmischen Welt mir überlege, welches Problem kommt da gerade an, mit welchem Algorithmus will ich es eigentlich lösen und auf welchem Infrastruktur kann ich es am besten lösen, glaube ich, deutlich agiler werden und dadurch wird die Quantentechnologie, weil sie über Cloud ansteuerbar ist, auch zu einem Massenphänomen werden. Und deswegen glaube ich, es gibt die Spezialbereiche und es gibt dieses Massenphänomen über zum Beispiel Qiskit-Runtime. Okay, ich glaube, die Möglichkeit des Zugangs über Cloud-Technologie, die wird ganz entscheidend sein, weil damit die Hardwarekosten für den Anwender verträglich sind. Also jetzt muss sich nicht jeder so ein Kryo-Aggregat irgendwo in den Keller stellen. Also wie wir es ja bei den konventionellen Hochleistungsrechnern erlebt haben. Also meine persönliche Geschichte ist verbunden mit Servern, die dann irgendwie im Keller standen und die musstest du kaufen und diese Hardware musstest du kaufen, um überhaupt mitspielen zu können. Das wird ja in der Quantentechnologie anders sein durch den Cloud-Zugang. Absolut, absolut, weil es ja nicht nur den Rechner, den Sie kaufen müssten, Sie müssen auch noch dann das Rechenzentrum drumherum bauen und den entsprechenden Beton drunter haben weil die Technologie... Ja, und den Standort im Granitgebirge. Genau, okay. Weil ja. Das ist ein Sensibelchen, so ein Rechner. Aber gerade der Zugang über Cloud-Technologien ist das, warum ich davon rede, dass es, glaube ich, skaliert und es wird skalieren und damit ist eigentlich der Hauptfokus, den in unserem Netzwerk die Firmen im Moment legen, ist, ihre eigenen Leute auszubilden, sich überlegen, welche Use Cases sie haben und dann zu überlegen, wie verbinden sie denn, wie integrieren sie die Quantentechnologie in ihr klassisches Computing. Also ich habe verstanden aus dem Besuch heute, es gibt Klassen von Problemen, die bisher überhaupt nicht lösbar waren, aus Komplexitätsgründen, weil die exponentielle Kurve Anforderungen an klassische Deterministik irgendwann nicht mehr zu beherrschen ist. Dann gibt es die, wo ich deutlich schneller sein kann, also wo ein Supercomputer klassischer Bauart das zwar auch vielleicht könnte, wenn er richtig groß ist und richtig leistungsfähig, aber sehr lange braucht. Gibt es mehr solche Dimensionen? Es gibt auch die Dimension, dass gewisse Lösungen exakter sein können. Das klingt jetzt ein bisschen gewagt, was ich sage, weil ja Quantentechnologie auf Wahrscheinlichkeiten und auf Zuständen wirkt. Aber man kann mit Quantenalgorithmen gewisse Probleme schneller und exakter finden und dann verifizieren als mit klassischen heuristischen Methoden, wo man drumherum geht.
Und Sie hatten es erwähnt, ich glaube auch, dass die Quantentechnologie einen großen Beitrag leisten wird zu Green Energy, das heißt zu einer Technologie, die mit deutlich geringerer Zeit, deutlich geringerem Energieaufwand ein deutlich besseres Ergebnis ermöglichen. Und dann sollten wir ja nicht vergessen, all die Probleme, von denen wir immer exponentiell reden, ja, all diese Matrizen mit dem 2 hoch, das sind ja alles Probleme, die uns in der Optimierung der Logistik, in der Optimierung der Materialwirtschaft, in der Medizin Quantensprünge versprechen. Ja, das heißt, da liegt dann natürlich auch noch mal der andere Punkt drin, der aber jetzt wieder zeigt, die Quantentechnologie ohne eine Verbindung zu einem Industrie-Use-Case ist einfach nur eine nette Technologie, der wirkliche Nutzen kommt, wenn ich es umsetze. Wenn ich das hochrechne, dann glaube ich, wird gerade aus diesen Optimierungs- und Simulationsaufgaben das Konzept des digitalen Zwillings in eine ganz andere Größenordnung kommen. Also Stichwort der digitale Zwilling eines Moleküls, eines Pharmawirkstoffs. Nehme fast an, dass eine nächste Generation, also unsere Enkel, irgendwann mal sich fragen, wie ging das eigentlich vorher? Also wie haben denn das unsere Großväter gemacht, als es noch keine Quantentechnologie gab? Also es ist schon eine echte technologische Revolution. Ich finde sie so faszinierend, weil sie eben die Physiker und die Ingenieure zusammenbringt. Also es ist nicht nur more of the same. Wenn man den Rechner sieht, versteht, nein, wenn man ganz, ganz vorsichtig an der Oberfläche kratzt und ein bisschen reinguckt in die Architektur dieses Rechners, dann merke ich als Ingenieur, das ist schon anders, das ist schon an den Basics der Physik. Also die Restwärme, die da drin ist, wo also ganz viele Nullen vor den signifikanten Stellen stehen, einer absoluten Temperatur, das ist schon hart an den Grenzen, nein, das ist ein Rausschieben der Grenzen der Physik, so wie wir sie heute kennen. Auf der anderen Seite wachsen damit auch die Chancen in der Anwendung. Und so wie ich Sie verstanden habe, gelingt es uns diesmal, dass wir die Anwendung ziemlich nahe an dieser Lernkurve der Physik und der Basics der Informationstheorie haben. Und das müsste ja eigentlich, jetzt komme ich zurück zu meinem Anfang, zu dem Wettbewerb um diese Technologie, das müsste ja eigentlich eine hervorragende Ausgangsposition sein. Das ist es, absolut, absolut. Ich glaube, die Tiefe, die man in der Physik braucht, aber auch die Schnelligkeit, in die das jetzt in die Anwendung reingeht und die Abstraktionslevel nach oben machen. Und damit, wenn ich die Abstraktionslevel zwischen der Physik und den Anwendungsfällen baue, kann ich es natürlich viel schneller breiteren Bevölkerungsschichten und breiteren Wissenschaftlern zur Verfügung stellen. Es muss nicht jeder, der erfolgreich einen Quantenalgorithmus programmiert, diese ganz tiefe Physik unten verstehen. Ich selber verstehe es ja auch nicht als Mathematiker, sage ich ganz offen. Aber ich glaube, das ist was einmalig ist. Deswegen sprechen auch meine Kollegen in den USA immer mit großem Respekt über diese Idee der Fraunhofer-IBM-Partnerschaft für Deutschland. Und es ist ein wirklicher Wettbewerbsvorteil, den gilt es jetzt weiter auszubauen für die Zukunft. Ja, weil dieser Wettbewerb am Ende durch den Erfolg entschieden wird in der Anwendung, glaube ich. Ja. Also jenseits von Publikationen, akademischen Ehren, mindestens für die Unternehmen geht es am Ende darum, auch einen kommerziellen Erfolg daraus zu machen. Und da gehören die beiden Sachen halt zusammen. Ich glaube schon, dass die erste Generation der Anwender noch verstehen wollen, wie geht denn das mit diesen Qubits? Nicht auf der quantenphysikalischen Ebene, ne? Aber wie sprecht ihr eigentlich so ein Ding an? Und geht das jetzt einzeln oder habt ihr eine Multiplexleitung oder so, was wir heute schon diskutiert haben? Also ich glaube schon, dass die erste Generation das noch verstehen will, so wie wir den PN-Übergang ja zumindest, also verstehen wollten, was in so einem Transistor so etwa passiert. Ne? Auch da war ich nie auf der Ebene des Kristallgitters, aber also so einen Transistor wollte ich schon noch verstehen. Heute fragt danach keiner mehr. In der zweiten, dritten, fünften Generation, das wird wahrscheinlich hier ähnlich sein, aber in dieser Zeit zu sein, wo genau dieser Umbruch passiert,
Das ist schon faszinierend. Also ich finde das absolut. Also Sie haben absolut recht. Im Moment sind die Entwickler eigentlich auf der Kernel-Ebene und sind relativ noch nah dran an der Technik. Aber der Sprung von der Kernel in die Algorithmen-Ebene, der wird gerade vorbereitet und dann geht es in die Modellebene. Was ich gelernt habe heute ist, zu früh kann man eigentlich nicht sein. Also rein rational wegen der Architektur, die Sie aufgebaut haben. Also es ist keine unsichere Wette auf eine Physik. Aber die Geschwindigkeit, die wir erwarten, die Adaptionsgeschwindigkeit in der Applikation, die heißt ja, man kann gar nicht mehr zu früh sein. Das gilt für Universitäten, die jetzt auch in die Ausbildung gehen müssen. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass die nächste Generation von Ingenieurinnen und Ingenieuren, um wieder die Kanzlerin aufzunehmen, dass die schon in ihrer Ausbildung mitbekommt, was anders ist, was man auch anders denken muss, ohne die Deterministik aufzugeben. Sie haben ja richtig gesagt, es wird beides geben. Und beides zusammengeben, also weder in der Ausbildung noch im darüber nachdenken, was könnte das denn für mein Geschäft heißen, kann man zu früh sein. Zu spät geht leider immer. Ja, absolut, ja. Und wir bemühen uns sehr, auch nicht nur die Hochschulen mit zu begeistern, sondern auch Schulen selber oder über Gamification auch die ein oder andere Gamer-Community, da merkt man nämlich, dass die in ihrer Kreativität und Denke vielleicht manchmal, obwohl sie nicht aus der Physik kommen, aber sie kommen aus einer anderen abstrakten Welt, dass auch das eine Dynamik reinbringt. Es geht darum, Begeisterung zu wecken, denn das sind die zukünftigen Ingenieure, die wir jetzt gewinnen. Also muss es nicht nur Hochschule sein, sondern auch rein in die Schulen. Mhm. Ja, und keine Manschetten haben. Also es fiel mir jetzt ein, weil als ich das Stichwort Gaming Leute gesagt haben, auch in der klassischen Simulation ist ja viel der Visualisierung der Ergebnisse heute eine Adoption von Algorithmen aus der Gaming-Industrie, weil man es dann leichter versteht. Insofern keine Dünkel haben, keine Zugangsbeschränkungen haben. Also ganz niederschwellig wird der Zugang nie sein, weil ein bisschen eine intellektuelle Anstrengung wird dabei bleiben. Aber die Ausgangsvoraussetzungen sind hervorragend. Absolut, ja. Vielen Dank für die Learning Session, die ich heute bei Ihnen machen durfte. Vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen.